Grüß Gott, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zu unserem Börsenüberblick vom 7. Mai 2012 darf ich Sie ganz herzlich begrüßen. Die Wahlen am Wochenende strahlen ganz klar und deutlich auf die Aktienbörsen aus. Insbesondere die Wahlen in Frankreich und in Griechenland werden weitreichende Folgen für die europäische Politik haben. Unsere Bundeskanzlerin und die Regierungschefs in Europas werden nun auf den neuen Wind in Frankreich sicherlich mit einigen Argumenten antworten, aber sie werden auch Kompromisse suchen müssen. Nur Sparen um des Sparens willen wird nicht die Zukunft sein. Frankreichs neuer Regierungspräsident Hollande wird sicherlich auch seine Wachstumswünsche und Vorstellungen durchsetzen können. Zumindest teilweise. Mit Sorge betrachten Börsianer auch die Entwicklung in Griechenland. Hier ist deutlich erkennbar, dass der harte Sparkurs seine Zeichen auch in der Wählerschaft hinterlassen hat. Immer mehr Extremwähler, sei es auf der linken oder auf der rechten Seite, verbünden sich und machen es den großen Volksparteien schwierig, vernünftige Beschlüsse umzusetzen. Diese Entwicklung ist aber auch gleichzeitig ein wichtiges Kennzeichen für die Politik in Europa, denn sie zeigt uns, wo denn Europa hin sich entwickelt, wenn man diesen strikten und rigenten Sparkurs fortsetzt. Wachstum darf man nicht vergessen. Beide Seiten haben entsprechende Argumente und wir werden sehen, wie die Politik in den nächsten Tagen dies umsetzt. Die Entwicklung auf den Aktienmärkten war natürlich sofort und anhaltend. Im ersten Schritt die Anleger sind und waren sehr verunsichert, sodass wir heute Morgen zum Börsenstart bereits im deutschen Aktienindex eine regelrechte Talfahrt mit dem Aufzug hatten. Der DAX krachte um 3% zum Eröffnungspunkt sofort ins Minus. Aber nicht nur Verunsicherung machte sich breit, sondern auch die Einsicht über gewisse Chancen aus noch billigeren Aktienkursen, denn die Realwirtschaft und auch die Wirtschaftskennzahlen in Deutschland und anderen europäischen Ländern sind durchaus positiv zu werten. So kam es im Anschluss an diesen kurzzeitigen Absturz sofort im Tagesverlauf wieder in schönem Ausmaß zu Anschlusskäufen, wo Investoren, insbesondere Großinvestoren, die billigen Kurse genutzt haben, um wieder günstig nachzukaufen, um beste Substanztitel zu erwerben. Schauen wir uns beim deutschen Aktienindex nun den Chart auf ein Jahr an. Hier sehen wir deutlich, dass die jetzige Korrektur zwar stattgefunden hat, aber der Trend dennoch nach oben gerichtet bleibt und wir zwar an den kritischen Märkten momentan sind, bei 6.530 Punkten notiert der DAX heute und für uns zeigt unser Risikomanagement eine sehr wichtige Marke bei 6.400, bei der der Trendkanal nachhaltig verletzt würde und wir Positionen abbauen würden. Bis dorthin ist alles normal. Über den Teich hinüber nach Amerika im Blick lohnt sich auch. Unsere Investments in den Vereinigten Staaten werden wir nach wie vor beibehalten. Wir sehen hier die obere Linie, den Dow Jones, gegenüber der unteren Linie, blau, dem DAX. Die amerikanischen Aktienmärkte zeigen sich deutlich stabiler und unbeeindruckt von der Eurokrise, sodass Diversifizierung im Aktienbereich sinnhaftig ist. Die Währungsseite sollten alle Investoren natürlich in ihrem Depot und Portfolio nicht unberücksichtigt lassen. Auch hier lohnt der Blick, hier die Kursentwicklung des Wechselkurses Euro zu Dollar. Hier sehen wir ganz klar aus unserer Auswertung, dass der Trend nach unten weiterhin intakt ist und das Wechselkursverhältnis sich durchaus noch Richtung 1,25 bewegen kann. Hier haben wir allerdings eine Unterstützungslinie, bei der sich das Wechselkursverhältnis wieder ändern könnte. Ja, wir sind nun gespannt, wie die nächsten Tage an den Börsen sich darstellen werden.
Aktien sind nach wie vor extrem günstig zu haben und unterinvestierte Anleger sollten sich überlegen, die günstigen Kurse für Zukäufe zu nutzen. Ich darf Ihnen nun eine gute Woche wünschen und freue mich, Sie nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen.